für die Öffentlichkeit die Preise Arthur Westinghoff, 30 Jahre war in Stuttgart und der wirkte auch auf verschiedene Art und Weise, auch malerisch. Ja. Und mit Malerei habe ich sehr früh begonnen, beziehungsweise mit Kunst, das hat mir meine Mutter irgendwie eingeeignet am Anfang und da habe ich meine Begeisterung daran gefunden. Und dann irgendwann ging es los mit den Kunstschulen. Somit habe ich dann irgendwann, nachdem, als ich schon nach Stuttgart kam, die Grafikdesignschule abgeschlossen und dann noch ein paar andere, um das zu ergänzen. Und irgendwann habe ich mich auch selbstständig gemeldet und als Grafiker bei Verlagen, als Zeichner in Straßburg gelandet. Habe ich einige Bücher gemacht und ja, die Malerei war immer begleitend da in dem Ganzen. Die Bilder, die ich abgeklebt habe, jetzt mache ich alle frei. Teilweise, manche Bekannten werden die Bilder wieder erkennen. Es sind, ja, ich möchte nicht zu gewaltig, weil ich habe Angst, dass ich da etwas kaputt mache. Nummer 1, ich gehe wieder weiter. Diese Bilder, das sind mehr, sage ich ja, reell bis surreell. Meine Malereien, ich fahre quasi mehrere Schienen gleichzeitig. Versuche ich abstrakte Bilder manchmal zu malen, surreelle, je nach Stimmung und Lage. Hier habe ich auch verschiedene Techniken präsentieren, somit auch die zwei kleine Einlungen werden auch da sein. So. Ich schmeiße erstmal das Ganze einfach weg. Ja, jetzt ist das Künstler. Die ganze Komposition. In der Phase habe ich mehr Halbtöne verwendet, keine intensive Farben. Ich mag einfach, weil das gibt ein bisschen für mich angenehme Gefühl, ruhige Gefühl auf jeden Fall.